Zeig dich. Rede mit mir. Bitte rede nicht mehr mit mir. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Cyberpsycho. Ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute befinden wir uns im Albtraummodus. Im guten Ridgeview Roadhouse. Wir jagen William Wilson. Echt jetzt? Wir brauchen Salz. Doch, Salzbewegungssensor und Kruzifix. Okay, let's go. Breaker ist irgendwo im Haus. Deswegen gehen wir erstmal in den Keller, danach in die Garage und dann immer weiter. Beziehungsweise danach suchen wir den Knochen. Und sollten wir keinen Knochen finden, hoffentlich irgendwo den Geisterraum. Okay, let's go. Jetzt bin ich wieder getryhardet. Wochenende gut überstanden. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, euch geht es gut. Und ja. Hier ist schon mal kein Breaker. Wir können auch direkt schon mal nach dem Knochen schauen. Aber hier ist erstmal nichts. Ich muss noch ein bisschen lauter machen. Damit ich auch sicher alles höre. Hier ist auch kein Knochen. Hier ist auch kein Breaker. Hier ist gar nichts. Auch kein Reacher-Board. Okay, ab in die Garage. Da finden wir den Breaker. Alles andere wird erstmal komplett ausgeklammert, komplett ignoriert. Da war eine Tür. Das sollten wir natürlich nicht ignorieren. Upp. Hier ist auch kein Reacher-Board. Okay. Jetzt die Frage, wo war die Tür? Die klang ein bisschen weiter weg. Ich dachte aber, sie ist oben. Entweder oben oder hinten bei den drei Schlafzimmer. Wir können hier auch mal schauen. Bup, bup. Kein Ausschlag. Aber wir schauen uns hier erstmal weiter, ob wir hier irgendwo den Knochen finden. Und bis jetzt ist hier noch alles klar. Hier oben liegt auch kein Knochen. Hier ist kein Knochen. Wir haben auf jeden Fall eine Tür gehört, was bedeutet, wir müssen in der Nähe einer Tür suchen, was bedeutet, die hier ist zu. Die ist zu, hier sind keine Türen, hier ist auch keine Tür, außer es ist hier hinten. Das hier ist immer wie so ein Bermuda-Dreieck für den Knochen. Ich hatte den mal hier unten drin liegen gehabt, ich war uns dann richtig schlimm. Hier ist noch alles clear, hier ist der Knochen, oh, das können wir nicht mehr sehen. Wie gesagt, ein bisschen weh, aber schön. Okay, hier ist nichts. Außer das Reacher-Board, okay. Da müssen wir aber später mit den mit der Cam kommen. Noch mitnehmen. Reacher-Board mitnehmen. Let's go. Okay, dann ist der Geistraum wirklich oben. Yep. Okay, schauen wir mal. Bist du? Na, doch. Er hat ja auch in die Scheibe geklopft. EMF5, nice one. Wir droppen jetzt erstmal alles schnell hier. Er hat noch mehr geklopft. EMF5 haben wir bereits, aber wir holen jetzt die Fingerlampe für den Fall, dass wir an der Scheibe Fingis haben. Oh, ich vermisse die Vogelscheuche hier lieber. Oder allgemein die ganzen Kürbisse und so. Was ganz praktisch ist, ist der Nebel. Denn durch den können wir im Dunkeln besser sehen. Oder besser zumindest in unseren Safe Spot laufen. Das ist ganz angenehm. Ich habe jetzt keinen Fotoapparat mitgenommen. Wir haben sowieso nicht die Zeit und sonst tragen wir ihn hoch wieder runter. Ja, deswegen jetzt Fotoapparat erst einen dritten Run. Box und Fingerlampe mitnehmen und wir hoffen einfach mal, dass wir schnell genug sind, damit wir die Scheibe kontrollieren können. Sollten wir jetzt keine Fingis haben, werde ich danach nochmal warten, bis sich die Tür oder so bewegt. Aber wir haben Fingis, nice one. Natürlich doof, wir haben kein Fotoapparat, aber ich habe jetzt auch nicht mit Fingis gerechnet. Okay, bis jetzt ein super Start. Ich meine, wir sind jetzt erst bei 3 Minuten, was bedeutet, wir haben noch ordentlich viel Zeit. Die Sanity ist noch fast nicht gedroppt. In einer Minute droppt sie 4%, vielleicht ein bisschen mehr. Insofern man jetzt kein Jury oder sowas hat, der irgendwas wirft, wodurch sie stärker droppt. Okay, wir haben Fingis und wir haben EMF5. Jin, Ngoyo, Obake, Mailing. Jin können wir während der Jagd herausfinden. Obake finde ich ein bisschen schwierig, beziehungsweise Obake ist ja der mit den Fingis. Somit eigentlich auch in Ordnung. Goyo ist der mit den Dotties, somit Dotties haben wir keine. Er hat immer im Albtraum Dotties, was bedeutet... Ciao. Der gute Gyros, okay. Dann nehmen wir jetzt... Was wollen wir als erstes testen? Wir nehmen jetzt, denke ich, erstmal ein Fotoapparat mit, damit wir das ganze Zeug holen. Weil wir es können, nehmen wir noch einen Bewegungssensor mit, damit wir die Quest auch direkt haben. Jetzt geht es darum, die Geist herauszufinden. Was bedeutet? Wir schauen jetzt nach genügend Fingis für den Obake, ob wir irgendwo einen sechsten Finger sehen. Dann schauen wir nach, dann werden wir uns jagen lassen, wenn der Breaker an ist, um zu schauen, ob der Djinn schneller oder langsamer ist. Beziehungsweise der vermeintliche Djinn. Oh. Und das war jetzt natürlich Genius, denn jetzt habe ich den Bewegungssensor mitgenommen. Anstatt ihn davon liegen zu lassen, wie ich vorhatte. So, drop that shit. Damit wir jetzt noch das Reacher-Board holen können. Vorher natürlich fotografieren, ganz klar. Die Fotos von dem Reacher-Board, sprich die Interaktionsfotos, die werden irgendwann rauskommen. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern. Also ja, ist ein bisschen schade, aber da muss man halt wieder auf Fußis oder Fingis zurückgreifen. Oder wirklich anfangen, Interaktionen zu fotografieren. Was immer ein bisschen Coinflip ist. Okay, hat mit dem Ball gespielt, alles klar. Wieso nicht? Kann man mal machen. Warte, hier so. Und
Oh, ich hoffe, du bist immer noch hier drin, sonst wäre das sehr, sehr unschön. Aber deswegen haben wir unser Thermometer. Wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, ob der Geist hier ist oder da ist oder wo auch immer, nimmt das Thermometer in die Hand. Ab und zu backt das ein bisschen rum, dass zum Beispiel, ihr habt den Raum Freezing, ihr seht den Atem vorm Mund, aber das Thermometer sagt 20 Grad. Das kann mal passieren, aber es ist euer bester Freund, um herauszufinden, ist der Geist immer noch hier oder ist er nicht hier. Beispiel jetzt finden wir ihn gerade nicht mehr, aber wie ich schon erwähnt habe, es könnte auch sein, dass es bockt, deswegen gehen wir hier natürlich nochmal zurück und es ist immer noch auf 17 Grad, Bestätigung, nice one. Okay, jetzt sind wir hier. Kann es sein im Flur? Oder war es jetzt doch hier drin? Es braucht mal so einen kleinen Moment. Aber jetzt seht ihr, jetzt geht wieder die Temperatur runter. Es kann sein, dass es vielleicht gerade geromped ist, deswegen ist die Temperatur hochgegangen. Aber sobald er wieder hier drin ist, und hier sehen wir es auch, Bewegungssensor abgeschlossen. Perfekt. Okay, wir bleiben jetzt erstmal hier ein bisschen im Licht stehen. Wir hoffen, dass er ein paar Interaktionen macht. Na danke, echt jetzt. Wow. Wow. Das ist Instant Karma. Wir machen jetzt ein paar Fingy-Fotos. Fingy-Fotos sind sehr, sehr wichtig. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Garage, machen wieder einen Breaker an. Ich weiß nicht, wieso wir unser Equipment mitnehmen. So, hätten wir es oben gelassen, hätten wir jetzt schon mal neues Equipment bringen können. Aber gut. So. Im Grunde geht es jetzt darum, dass wir uns ein bisschen Zeit schaffen, damit wir schon mal den Obake ausklammern können. Den können wir während der Jagd immer noch ausklammern und ob er uns jetzt oder später jagt, ist relativ. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr erstmal das versucht auszuklammern, wofür ihr Sanity braucht, sprich nicht gejagt werden dürft. Denn da habt ihr noch die Wahl mit dem Licht. Wenn ihr hinterher schon gedroppt seid, schon Sanity-Ping genommen habt und so weiter, dann wird das Ganze ein bisschen eng. So, hier ist nichts. Hier haben wir jetzt Fingies. Hier sind keine Fingies. Hier können wir erstmal die Tür zumachen. Das Beste, was uns jetzt passieren könnte, wäre eigentlich ein Flurgeist. Wir haben schon alles, was wir brauchen. Das bedeutet, es ist jetzt nicht mehr notwendig, dass er hier drin ist. Aber er wird auf jeden Fall dann noch wechseln. So, dich droppen wir mal. Dich droppen wir. Warte. Dich droppen wir hinter die Tür, einfach nur damit wir den nicht aus der Hand nehmen. Ich werde jetzt neues Equipment holen, sprich neuen Fotoapparat und das Parabolmikrofon. Denn der gute, oder haben wir einen Mensch? Ja, der gute Malding in dem Fall. Ist ja ein bisschen stiller während der Jagd, aber macht mehr Paranormales außerhalb der Jagd. Was bedeutet, wir könnten hier eigentlich mehr Geräusche wahrnehmen. Aber meistens höre ich gefühlt gar nichts. Aber wir haben es zumindest dabei, wir haben unseren Fotoapparat, da können wir dann noch die restlichen Fotos machen. Fingies bringen mehr Geld als Interaktion, was bedeutet, Ouija-Bot, ciao. Er hat wieder eine Tür bewegt. Deswegen werde ich jetzt erstmal dich hier droppen. Und jo, Fallab haben wir hier. Das war auf jeden Fall hier eine Schranktür. Die nehmen wir diesmal, denn, ups, den Fingerabdruck hatten wir schon mal. Und ich weiß nicht, ob wir noch in der 2-Minuten-Range sind. So, erstmal droppen und dann schauen wir mal. Ab und zu natürlich Thermometer in die Hand nehmen, um zu schauen, ob er immer noch hier ist. Aber momentan sieht es aus, als ob er eher hier hin rum. Wenn ihr im Geisterraum schon sowas wie 20 Grad habt, dann wisst ihr, okay, der ist schon länger weg. Der ist schon von einer gewissen Zeit gerund. Mal, hören wir was. Wir hören keine Stimmen. Naja, Fotos an Finger, an Lichtschaltern, 10 nicht mehr. Also ist auf jeden Fall präsent. Ja. Sorry. Sollte er anfangen zu jagen, müssen wir erstmal die Beine in die Hand nehmen. Wir haben jetzt nichts dabei, um herauszufinden, ob es ein Djinn ist oder ein normaler Geist. Dass er mit dem Licht spielt, könnte natürlich in die Richtung vom Djinn gehen. Aber dann wird das nicht ausmachen. Dann wird er eher mit dem Breaker spielen, den ich ausmache. Okay, ich höre hier erstmal keine Stimmen. Echt jetzt? Du wirst mich verarschen, oder? Wieso sehen wir dich eigentlich noch? Ah. Okay, gut zu wissen. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal runter, beziehungsweise dich lasse ich hier. Wir holen jetzt gleich die Räucherstäbchen, einfach nur damit wir schon mal hier ein bisschen oder die nächste Jagd mitnehmen können. Okay. Der Djinn hat die Besonderheit, dass wenn der Breaker an ist, dass er dann schneller ist. Und mein Link hat die Besonderheit, dass sie eben während der Jagd leiser ist, aber mehr Paranormales von sich gibt. Der gute Obake hat einen sechsten Finger, den man hin und wieder erkennen kann, hat eine gewisse Prozentchance, also nicht immer, aber kann man erkennen. Und was bei der letzte Geist? Ah ja, genau, den Gyros haben wir ja schon ausgeklammert, weil wir keine Dotties haben. Wie gesagt, Gyros hat immer Dotties, so wie der Obake immer Fingies hat. Deswegen ja. Okay, bupp, finde ich auch. Räucherstäbchen. Bupp und bupp.
Letzten Endes ist es gar nicht mal so wichtig, dass wir Foto von allen Fingern machen, die wir finden, sondern eher, dass wir einen sechsten Finger finden. Und es kann wirklich sein, dass ihr 8, 9, 10, vielleicht sogar noch mehr Fingers unter die Lupe nimmt. Und der Elfte hat's dann. Der Elfte hat dann den sechsten Finger. Ihr seht schon hier. 9,6. Also hier, sehr präsent. 2,1, 9,6. Das sind gerade dieses 9, irgendwas. Das ist eine Zahl, die hat man eher seltener. Okay, hier flackert mit dem Licht. 1,1. Mit dem Parabol kann man auch die Steps, die man jetzt nicht mehr hört, seit dem Update, kann man jetzt auch wieder, ja, hören ist relativ, aber zumindest aufzeichnen. Da ihr habt einen Ausschlag. Und ihr müsst nicht zum Arzt gehen. Okay. Madame ist hier oben. Ja, wobei, ich glaube, momentan würde ich fast eher sagen, dass wir ein Melding haben. Aber wir haben noch kein Parsel gehört. Ich glaube nicht mehr, dass sie hier drin ist. Ich glaube, die ist jetzt nur noch hier im Flur. Oder hat sich schon einen neuen Geistraum gesucht? Wir können jetzt einfach hier mal so ein bisschen Geistraum nur abklappern. Hier drin zum Beispiel ist nichts. Kein Ausschlag. 0,0. Hier drin kein Ausschlag. 0,0. Hier drin was? 0,0. Sehr wenig, was wir bis jetzt haben. 4er Ausschlag, aber es geht auch. War wahrscheinlich die Tür. Ja, hier seht ihr es. Tür bewegt, 4er Ausschlag. Darf ich mich jetzt bewegen? Das Feuerzeug müssen wir auf jeden Fall gut in der Hand behalten. Oder beziehungsweise gleich wieder in die Hand nehmen. So. Okay. Jetzt geht es einfach nur noch darum, dass wir ein bisschen Fang spielen lassen. Gerade gesteppt. Klang halt echt so, als ob er gesteppt hat. Wo ist meine Uferlampe? Ah, die chillt da hinten drin. Die chillt hinten drin. Alles klar. Hier haben wir auch einen Finger. Okay, er kriegt gleich einen Ausraster. Oh. Nein, dich wollte ich nicht. Nein. So. Okay, dann würde ich sagen, jetzt langsam können wir die Lichter ausmachen oder dann zumindest irgendwo hinstellen, wo keine Lichter an sind. Und den Fang spielen lassen. Also, ich hatte jetzt nicht wirklich was. Gut, dieser 1-9er-Ausschlag. Joa. Joa. So. Licht aus, wir stellen es hier rein. Das geht jetzt darum, dass wir die Sanity droppen. Aber wir brauchen Licht, damit wir ihn am besten erkennen können, ob er jetzt schneller oder langsamer ist. Oder schneller oder ganz normale Geschwindigkeit. Deswegen Licht aus. Wir gehen danach in den Flur, wenn er anfängt zu jagen. Er ist momentan noch hier drin. Das ist natürlich sehr gut. Wenn er hier spawnt, können wir den Flur entlang laufen und haben dann eine schöne lange Line, wo wir sehen können, ob er schneller oder langsamer ist. Wo bist du? Zeig dich. Ein Djinn ist natürlich immer super. Ein Djinn ist leicht zu erkennen. Und irgendwann gewöhnt man sich auch dann, dass Djinns asozial sind. Was wir machen könnten, Ouija-Board hier hochnehmen, damit den Ouija-Board drehen. Und zwar dort hinten. Das könnten wir machen, dadurch droppt die Sanity, aber wir wollen halt nur, dass sie um die 50% ist. Vielleicht brauchen wir 2 Jagden, vielleicht auch 3 Jagden, aber wir wollen halt, ja, wir brauchen immer ein bisschen Zeit. Und es bringt auch... Nee. Gemeinheit. Gut, ich wollte das Licht sowieso nicht mehr anmachen. Als hätten wir ein geiles Geisterfutter haben können. Was brauchen wir eigentlich noch? Salzwander und Kruzifix, okay. Deswegen, Kruzifix lohnt sich jetzt noch nicht. Lieber erstmal jagen lassen. Wo bist du? Zeig dich. Kein Parse. Wir waren noch ein bisschen zu spät dran. Ey Gott, das war laut. Jetzt werde ich nervös. Okay, aber kein sechster Finger. Hat er mal eigentlich die Wurzel bis jetzt alle gezählt? Yep. Okay. Okay, na komm. 1,9. Geh nochmal in den Bewegungssensor. Na komm, trau dich. Trau dich. Zu meinem Räucherstäbchen. Okay, unter mir. Geh nochmal da rein. Trau dich. Ich werde hier langsam wahnsinnig.
Er spielt häufig mit den Türen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt war er da drin, echt jetzt. 6-5. Bitte nicht einstürzen, so schwer bin ich gar nicht. 0-4. Also ihr merkt halt auch diese Geräusche. 0-4. Wisst ihr, wie wenig das ist? 2,3. Also ihr seht schon hier, viele Aufschläge eigentlich. Deswegen würde ich von der Hinsicht auf Meiling gehen. Aber wir haben kein Parse gehört. Wir haben noch keine Stimme gehört. Hallo? Geist? Bist du hier? Wo bist du? Zeig dich. Rede mit mir. Bitte rede nicht mehr mit mir. Ich wusste nicht, dass es funktioniert. Hallo, auf. Hallo. Hallo. Ich hab dir gar nichts getan. Meiling, rede mit mir. Wo bist du? Rede mit mir. Hallo? Wo bist du? Zeig dich. Hat der? Betty, was ist da los bei dir? Warte, wir müssen mal aufs Bettchen. Betty, was ist los? Du musst doch nicht gleich den Kopf umdrehen. Wo bist du? Rede mit mir. Oh. Zeig dich. Bist du hier? Wie alt bist du? Rede mit mir. Ich bin so froh, dass es nicht mehr funktioniert. Rede mit mir. Wo bist du? Zeig dich. Rede mit mir. Okay, er funktioniert nicht mehr. Entwarnung. Could you please speak to me? Do you wanna hunt me? No? Wo bist du? Zeig dich. Rede mit mir. Wo bist du? Reden, nicht stöhnen. Ich laufe jetzt hier nach hinten, denn ich wusste jetzt nicht, ob er jetzt im Flur ist oder in dem Zimmer. Okay. Riker ist noch an. Erscheine. Normale Geschwindigkeit. Kein Jet. Hört ihr Steps? Wichtig ist, und das ist auch ein kleiner Tipp, versucht ihn irgendwo hinzulocken, wo ihn dann räuchert und dann weglockt. Sprich, er läuft euch erstmal nicht, dass er nicht direkt, wenn er anfängt zu jagen und da, wo er spawnt, ihn räuchert, sondern ein bisschen später. Denn dann ist er verwirrt, dann habt ihr so ein leichtes Bodyguard gesehen. Ich war jetzt unten im Spaceport und dann ist er verschwunden. Hätte ich ihn direkt geräuchert und wäre runtergelaufen, dann hätte ich erstmal noch 10 Sekunden oder 20 Sekunden zittern müssen. In der Zeit hätte er kommen können. Deswegen, so ist es dann teilweise noch ein bisschen entspannter. Aber, Jin. Wie gesagt, man kann hier nichts ausstreichen. Ich mache das hier oben nur, damit der Geist hier unten verschwindet. Upp, damit er hier nicht mehr drin ist. Aber theoretisch müssen wir das dann später aufmachen. Außer Dottis, die können wir weg, denn Goryo kann es nicht sein. Aber Jin ist immer noch potenziell. Ich habe jetzt mal auf die Steps gehört. Wir haben sehr, sehr wenig Steps gehört. Gerade als wir ein bisschen weiter weg waren. Er war noch in Range. Wir sind, als wir in die Garage gegangen sind, haben wir Steps gehört. Aber es lag einfach nur daran, dass er über uns war. Das macht einen Unterschied. Deswegen, er hatte einmal geparset und er hat... Es gab viele Geräusche neben diesen Steps, diese 3er Ausschläge oder sowas. Es gab 0,1 Ausschlag, 0,4er Ausschlag, 4er Ausschlag, es gab 9er Ausschlag, es gab 7er Ausschlag. Also eigentlich relativ viele Ausschläge, sprich viel Paranormales. Deswegen würde ich jetzt gerne Sanity Pen nehmen. Beziehungsweise, ja, wir müssen mal schauen. Sinnvoll wäre es jetzt eigentlich, die Kruzifixe reinzubringen, aber ganz ehrlich, er kann noch 10-mal jagen, bis wir den richtigen Spot für die Kruzifixe finden. Deswegen würde ich da jetzt lieber auf Nummer sicher gehen und das empfehle ich euch auch. Nimmt. Und bupp, geht dann lieber auf die Sicherung. Kruzifix ist immer ein bisschen schwierig, wenn der Geist darum wechselt, denn es könnte sein, dass wir die jetzt in diesen Raum reinlegen, dann wechselt er in den Flur. Im Flur den richtigen Spot zu finden, ist gar nicht mal so einfach. Am besten ist sowieso, wenn ihr hier einen Kruzifix, sagen wir mal, das hier in der Hand ist, das Kruzifix, und legt das so hin. Aber ihr spawnt zum Beispiel da hinten, dann nicht das Kruzifix dahinter legen. Denn es gibt dann einen Spawnpunkt und vielleicht sagen wir mal hier noch einen zweiten. Das bedeutet, beim ersten Mal spawnt er hier, beim zweiten Mal könnt ihr hier spawnen, wenn ihr jetzt das Kruzifix dahinter legt. Wenn das sein, dass ihr jetzt hier spawnt, dann ist wieder nicht abgeblockt. Versteht ihr, was ich meine? Na, einfach liegen lassen, insofern es im Geistraum ist. Ihr trifft
mit Sicherheit, wenn ihr beide kurzwegs in den Geistraum legt, trifft ihr mit Sicherheit einen Safe Spot. Einen Spawn Point. So, ich bleib jetzt erstmal hier. Erstmal nur schauen. Hier hinten die Tür war zu. Okay, dann war es doch nicht die Tür. Wie gesagt, es geht jetzt auch nicht darum, dass wir Fussis fotografieren. Wir haben die Möglichkeit, Fingis zu fotografieren. Und das werden wir natürlich auch tun. Wir werden jetzt aber Lichter anmachen. Okay, wir werden keine Lichter anmachen. Wir werden jetzt einfach mal hier ausharren. Jetzt kann man natürlich Kurzwegs reinlegen, auch damit man sicherer ist. Aber mir ist es gerade Wayne-Train. Geht mir, wie gesagt, jetzt nicht um Cash. Es geht darum, dass wir jetzt noch alles erledigen und danach abdüsen können. Direkt nach der Jagd kann man hier natürlich am besten nach Fingis schauen. Wir haben jetzt zu lange gewartet, aber ihr seht schon, wie viel hier offen ist. Aha. Okay. Hier auch kein sechster Finger. Das waren alle unsere Fotos. Wir sind jetzt auf Maximum. Perfekt. Und weil wir ja Fingis haben und das Ouija-Board und dazu noch den Knochen, haben wir auch noch Maximum Cash und das im Albtraum-Modus. Ladies and Gentlemen, nice one. Jetzt will ich natürlich umso mehr noch die Kruzifix-Quest machen. Und vor allem brauche ich jetzt noch das andere Salz. So, bup, bup. Wo habe ich? Ja. Das Problem ist, er könnte hier in jedem Raum noch sein. Wir haben jetzt theoretisch noch drei Salzhaufen, die wir platzieren könnten. Das bedeutet, wir könnten noch einen da rein. Er ist da rechts in Salz gedackelt. Das hat man ganz leicht gehört. Salz ist abgehakt. Was bedeutet, er ist gerade im Badezimmer? Aber ja, Gin, Ausklammer. Recover an. Auch noch relativ lange. Ein Hyperspeed. Er kommt bis auf 3 Meter schnell hin, aber weder bis zu dieser 3 Meter Range noch vorher, nachher besser gesagt, keine Veränderung. So, Nummer sicher gehen. Ich will jetzt, wie gesagt, gerne die Kurzwegs noch machen. Ich platziere jetzt mal. Wir werden noch mit dem Ouija-Board reden in einem möglichst geeigneten Safe-Spot, damit wir die Quest abschließen. Keine Ahnung, wieso ich gerade eben die Sanity bin. Aber ja, gehen wir weiter. Mein Link würde ich momentan tendieren. Er kam mir sehr, sehr ruhig vor. Das ist eigentlich interessant. Das ja, jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, aber doch, das ist schon interessant. So, er ist momentan hier drin präsent. Deswegen, oh. Und wir wollen natürlich, dass er hier drin bleibt, beziehungsweise hier spawnt. Was bedeutet, wir werden jetzt gleich direkt mit dem Ouija-Board reden, bevor er jetzt wieder Zeit hat zu wechseln. Deswegen war das insofern jetzt ganz gut, dass wir nochmal Sanity Ring genommen haben. Wenn wir hier rumlaufen, und dann wechselt er jetzt momentan nicht den Geisterraum. So. Damit ich auf Nummer sicher gehen kann, nehme ich trotzdem Räucherstäbchen. Einfach nur, damit ich sicher bin da drin, damit ich mit dem Ouija-Board reden kann, damit ich ihn räuchern kann, für den Fall, dass er spawnt und, ja, nicht günstig spawnt. So. Man bräuchte jetzt noch einen dritten Slot, weil dann könnten wir jetzt noch das Ouija-Board mitnehmen und könnten in die Garage gehen. So, und jetzt heißt es einfach nur, Geist so lange provozieren, bis er die Kruzifixe triggert. Also, wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Bin ich verrückt? Das hier heißt so average ungefähr. Bin ich verrückt? Wo bin ich? Sorry, wo bist du? Wie alt bist du? Bin ich verrückt? Ne, immer noch nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Bin ich verrückt? Bin ich verrückt? Er hat gerade angesetzt. Jo. Jetzt bin ich verrückt. Jo. Wir gehen schon mal raus. Kurz fix man auch nicht. Wo bist du? Wie alt bist du? Zeig dich. Sorry. Wo bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? So, Sanity dürfte jetzt gut gedroppt sein. Kurzfix abgeschlossen. Nice one. Und schon können wir abdüsen. Wie gesagt, ich bin momentan beim Mailing. Ich habe den letzten Fingy nicht gefunden. Wir könnten jetzt noch eine halbe Stunde nach Fingy schauen. Sollte es keine Barke sein, ist es vergebens. Kann natürlich auch sein, dass er erst, das hatte ich ja schon mal, nach 30 Minuten den Fingerabdruck zeigt. Ich meine, wir sind jetzt bei 24 Minuten. Obwohl wir nach 3 Minuten alle Beweise hatten. Da merkt man, wie viel Zeit man hier eigentlich verbringen kann. Man muss immer überlegen, lohnt es sich jetzt noch länger hier drin zu bleiben oder nicht? Wann kann ich gehen oder wann mache ich mich nur verrückt, wenn ich noch mehr teste und andere Ergebnisse auf einmal habe? Zum Beispiel, in der einen Jagd ist der Geist normal schnell, in der nächsten Jagd ist er schneller. Glaubt man. Wir haben mal legen. $360 Maximum Cash. Und diesmal war es relativ einfach, denn wir hatten viele Geräusche in dem Parabolmikrofon. Wir hatten das Puzzle gehört. Und während der Jagd hatten wir viel weniger Schritte gehört als sonst, obwohl wir nah genug dran waren. Achtet da mal drauf. Bei anderen Geistern hört ihr
wenn die noch ein bisschen weiter weg sind, schon die Schritte. Bei einem Maling erst, wenn ihr relativ nah dran seid, bis gar nicht. Achtet da mal drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. So leicht kann man Geld verdienen. So leicht kann man einen Maling erkennen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.